Hey ho und willkommen zu meinem ultimativen Pet Guide in Shakes and Fidget. In diesem Video werde ich alle eure Fragen zu den Pets beantworten und deshalb let's go! Die Pets schaltet ihr mit dem Pet Nest ab Stufe 75 frei. Dieses könnt ihr ab Stufe 75 bei Missionen bzw. Quests in der Taverne auffinden. Sobald ihr das Pet Nest gefunden habt, bekommt ihr in jedem Element ein Starter-Pet. Es ist immer eins von den ersten drei, es ist quasi wie ein Pokémon, die Starter-Pokémon. Mit welchen ihr eben startet und euch durchkämpft. Ihr kämpft euch immer von oben links nach unten rechts durch, sprich unten rechts in der Ecke ist dann der letzte Gegner und das ist quasi auch euer Ziel. Um das zu erreichen, müsst ihr eure Pets regelmäßig füttern. Ihr könnt bis zu dreimal am Tag füttern, beim Pet-Event, dazu komme ich gleich noch, sogar neunmal. Die Früchte, um eure Pets zu füttern, bekommt ihr zum Beispiel durch Quests oder die 5 täglichen Pet-Kämpfe, wenn ihr ein Habitat besiegt oder dem Glücksrad 2.0. Diese schaltet ihr frei, sobald ihr die ersten 90 Dungeons besiegt habt. Das könnt ihr dann in einer ganz normalen Quest halt eben finden und da ist dann auch ein Fruchtzeichen drauf. Außerdem gibt es noch das Pet-Event, wie bereits erwähnt, gibt es da die dreifachen Früchte, sei es beim Glücksrad, sei es bei Pet-Kämpfen, sei es beim Habitat. Da kann es auch wiederum Sinn machen, dass man nicht gleich sofort jedes Habitat legt, sondern je nachdem, wann das Pet-Event ansteht, vielleicht sogar taktisch ein bisschen vorgeht, sich Habitate aufspart, um dann statt eine Frucht gleich drei Früchte zu bekommen. Wichtig jedoch, ihr füttert nicht einfach irgendein Pet, sondern es gibt bestimmte Guides, die werde ich euch jetzt hier für jedes Element einblenden. Hier zum Beispiel das Schattenelement. Oben wäre dann der Weg für die Leute mit sehr vielen Pilzen, unten der Weg für die mit weniger Pilzen. Außerdem, falls ihr irgendwie Free-to-Play seid, könnt ihr auch auf dem unteren Weg gehen und dann zum Beispiel Zähne auch statt Level 40 auf 45, Optikat statt Level 87 zum Beispiel auf 90. Sprich, da könnt ihr auch einfach ein bisschen weiter füttern, wenn euch die Chancen noch zu niedrig sind. Die Chancen könnt ihr übrigens mit dem Pet-Simulator ausrechnen. Den werde ich jetzt einfach mal in der Beschreibung verlinken. Übrigens, dieses Zeichen hier ist der Gladiator. So, denn der Gladiator hat auch Effekt auf die Pets. Den bekommt ihr bei der Unterwelt und der erhöht euren Crit-Schaden-Bonus. Und beim Lichtelement hier das gleiche Spiel. Oben bin er der Weg für die Pilzer, unten für die eher weniger Pilzer. Wie gesagt, unten, ihr könnt auch weiter leveln. Ihr könnt Tink auch auf 100 leveln, T-Witch auch auf 100. Wie auch immer, wie ihr halt die Chancen machen wollt. Beziehungsweise, wenn euer Gladiator höher ist, könnt ihr es auch beim Pet-Simulator einstellen. Sprich, dann wird eure Chance sowieso nochmal höher sein. Wie gesagt, alles berechenbar, ist in der Beschreibung verlinkt. So, dann lasse ich die weiteren Guides im Hintergrund und erzähle noch ein bisschen, warum macht es denn Sinn, den Weg zu gehen. Man will so schnell wie möglichst durch das Element durch, um alle Pets freizuschalten. Denn, was auch noch wichtig ist, die Pets geben auch einen Boost für deinen eigenen Char. So gibt zum Beispiel das Feuerelement dir mehr Glück, das Wasserelement mehr Stärke, das Erdeelement mehr Intelligenz, das Lichtelement mehr Geschick und das Schattenelement mehr Ausdauer. So, wie hoch ist denn nun der Boost? Der Boost erstmal pro Pet, was ihr freischaltet, das gibt 20 Pets pro Element, ist 1%. So, wenn euer Pet dann Level 100 erreicht, bekommt ihr nochmal 0,5% Boost. Wenn euer Pet Level 150 erreicht, nochmal 0,25% und wenn euer Pet Level 200 erreicht, nochmal 0,25%. Das macht pro Pet, wenn es Level 200 ist, 2%. So, overall gibt es jetzt 20 Pets, also wenn jedes davon Level 200 ist und ihr es freigeschaltet habt, dann habt ihr 40%, 2x20, 40% auf jeden Stat. Wichtig dazu noch zu erwähnen ist, es geht nicht nur irgendwie auf eure Basis-Skills, sondern wirklich auf die Gesamt. Auf eure Ausrüstung, auf eure Tränke und auch auf eure Basis-Skills. Sprich, dieser 40% Boost ballert wirklich extrem rein und ja, es lohnt sich auf jeden Fall die Pets zu spielen, da vorzugehen nach dem Guide und auch wirklich ein bisschen Gas zu geben. Hier zum Beispiel seht ihr, wenn eure Mauszeiger auf so einen Stat macht, dann seht ihr da unten Pet-Bonus, sobald ihr natürlich die Pets schon freigeschaltet habt. So, das Ganze kann ich gerne auch nochmal herzeigen. Man sieht 298, das sind halt die 7% von den ganzen anderen Werten. Basis, temporär, Ausrüstung plus Klassenbonus. Das können wir auch gerne so herausfinden, wenn wir jetzt hier auf Stall gehen. Wir sehen 7 Pets, deswegen habe ich auch gesagt 7% gerade. Sprich, wir rechnen einfach 93% von der Summe durch von Basis, temporär, Ausrüstung und Klassenbonus. Und dann kommt 298 raus. Sprich, es geht wirklich auf alles. Nicht nur auf die Basispunkte. Gut zu zeigen, wenn wir jetzt die Ausrüstung hier ändern, haben wir natürlich mehr Ausdauer und dadurch ist der Pet-Bonus noch höher. Dann ist außerdem noch wichtig die Pet-Fundorte, denn jedes Pet hat einen anderen Fundort. Manche gibt es zum Beispiel im Waffenladen, manche gibt es bei Quests. Das findet ihr heraus, wenn ihr euer Mauszeiger einfach auf die Pets drauf macht oder mit dem Handy gedrückt haltet darauf.
Dann erscheint ein kleiner Text und dort stehen, wo ihr die Pets finden könnt, wann und wie und was auch immer. Denn manche gibt es nur an bestimmten Tagen, zum Beispiel Freitag oder am Freitag den 13. sogar oder am Weihnachten oder auch während irgendwelchen Jahreszeiten. Da ist natürlich beim Pet Guide drauf geachtet worden, dass es nicht solche Pets sind, sondern wirklich welche, die maximal an Wochentagen zu finden sind. Außer bei einem Pet, das ist ziemlich wichtig, und zwar beim Lichtelement Killridge. Der ist nämlich beim unteren Weg und da ist wichtig drauf zu achten, den gibt es nur beim Epic Event. Es gibt drei verschiedene Epic Events, einmal dieses mit dem Würfelspieler, dann bei der Alu und das im Shop. So, den gibt es nur bei dem Epic Event im Shop, sprich sehr sehr wichtig drauf zu achten, dass ihr euch den so im Zyklus holt während dem Epic Event. Außerdem gibt es manche Pets nur bei Nacht. Man ist die Nacht in Shakes and Fidget. Ab 18 Uhr bis 6 Uhr morgens, von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr haben wir Tag. Auch nochmal wichtig zu erwähnen, da manche Pets eben nur tags bzw. nachts überhältlich sind. So, das wäre es dann auch gewesen zum Pet Guide. Ich habe probiert, nicht viel drum herum zu reden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.